So, hier haben wir einmal die Schlaghose. Wie ihr seht, die vom Schnitt her am Gesäß enger geschnitten als die Bootcut. Da habe ich ein bisschen mehr Luft an den Seiten gelassen. Ich habe hier einen Double Cord verwendet. Der ist auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite so Bordeauxfarben. Da habe ich die Taschen dann andersrum gearbeitet. An dieser Hose das Besondere ist, dass ich unten diesen Aufschlag gemacht habe. Und zwar, den habe ich nicht angesetzt, sondern ich habe hier die Naht umgesetzt nach innen, sodass ihr einfach Überlänge machen könnt, dann die Naht nach innen machen könnt und dann habt ihr außen trotzdem eine saubere Naht und seht nicht die Kettelnaht und so. Ja, das ist die Hose einmal von vorne. Schmales Bein bis ungefähr runter zum Knie und dann geht es weiter in den Schlag. Natürlich könnt ihr, wie bei allen Hosen, die Details auch selber mitbestimmen. Ihr könnt euch auch einen riesen Schlag unten machen oder wie ihr möchtet, das erkläre ich euch alles im Video. Einmal die Hose noch von hinten. Da habe ich auch Taschen aufgesetzt mit dem Bündchen. Dieses Bündchen hier habe ich ohne Zwischengummi gemacht. Die Variante mit dem Zwischengummi kennt ihr ja schon von der Bootcut. Das ist auch bei mir etwas länger gestaltet. Das bedeutet, das Bündchen habe ich wirklich so hoch gemacht. Und dann kann ich es wieder runterschlagen. So. Damit verdeckt man auch so ein bisschen diese kleinen Falten, die hier so ein bisschen entstehen, dadurch, dass es sehr elastisch ist. Und ja, alles ist gut eingepackt und geschützt. Macht mit, macht euch auch so eine Hose.